Damit sind jetzt alle Pferde startklar und in den Boxen. Und der Start ist in diesem Moment erfolgt. Saphira Dream springt hier klar hinter dem Feld. Mut hatte den besten Start, übernimmt zunächst einmal das Kommando. Dann kommt aber auch sofort Soul Dancer mit in die vordere Linie. Soul Dancer mit dem Kommando jetzt vor Sam Root. Dahinter galoppiert Mare Australis mit Fireware. Dann ganz an der Außenseite Lascalo. Klar hinter dem Pferden im Moment noch Saphira Dream. Soul Dancer bei sehr, sehr guter Fahrt zeigt den Weg. Dahinter Mare Australis, außen Samroot. Lascalo ist viertes Pferd. Dann folgt an der Außenseite Furioso, innen daneben Fireware und am Schluss des Feldes Saphira Dream. So hat das Feld den Schlussbogen erreicht unter dem Kommando von Soul Dancer und verändert vor Samroot. Ganz an der Innenseite Mare Australis. Furioso ist viertes Pferd vor Lascalo, der außen in äußerer Spur galoppiert, dahinter dann Fireware und auch Saphira Dream jetzt wieder mit Anschluss ans Feld. So geht es am Scheitelpunkt des Schlussbogens vorbei und Soul Dancer zeigt hier unverändert den Weg vor Samroot, vor Mare Australis, dann Lascalo mit Furioso, Fireware und Saphira Dream am Ende des Feldes. Die Zielgerade ist in diesem Moment erreicht, noch 500 Meter gut zu galoppieren. Soul Dancer mit der Führung. Soul Dancer vor Samroot, an der Innenseite Mare Australis, dann Furioso, Lascalo büßt hier an der Außenseite, aber Soul Dancer marschiert. Soul Dancer vor Samroot und vor Mare Australis. Soul Dancer ist noch immer vorne, hat zwei Längen vor Samroot, innen Mare Australis und der Außenseite versucht es Lascalo, kommt aber noch nicht so richtig weiter. Soul Dancer weiterhin vorne. Soul Dancer, Samroot und Mare Australis. Nur noch diese drei kommen für den Sieg in Frage. Soul Dancer, jetzt kommt Mare Australis. Soul Dancer, Mare Australis. Soul Dancer, Mare Australis wird immer stärker. Soul Dancer vor Mare Australis und Samroot außen. Gewonnen hat Mare Australis. Dahinter muss der Zielrichter entscheiden. Vielleicht war Samroot noch ganz knapp Zweiter vor Soul Dancer. Vierter dann Lascalo vor Furioso, vor Fireware und vor Saphira Dream. Und hier ist das vorläufige Ergebnis im ersten Rennpreis des Gestüts Bernried. Sieger ist die Programmnummer 3, Mare Australis mit Philipp Minarik. Auf dem zweiten Platz die 7, Samroot und René Picholek. Und dritter war die 4, Soul Dancer mit Lucas Delosier. Auf dem vierten Platz die 2, Lascalo. 3, 7, 4 und die 2.